meine Klamotten sind schon fast trocken. Tut mir leid mit der Falle, aber bis heute habe ich nur Bären und Wildschweine damit gefangen. Ein kleiner Junge war bisher noch nicht dabei. Ich war unvorsichtig, weil ich so einen Hunger gehabt habe. Also, ich heiße Savarin und das da ist Törtchen, meine liebe Frau. Und wie heißt du? Ich bin Son Goku. Freut mich sehr. Jetzt werde ich den Rest der Familie vorstellen. Hey, wir haben Besuch. Kommt rein. Oh, Sie haben aber viele Kinder. Die Kleinste heißt Muffinchen. Daneben steht Crêpe Suzette. Freut mich, dich kennenzulernen. Und Donut? Ei, Sir. Gelatine? Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Und Nougatin. Freut mich sehr. Ricola? Willkommen bei uns daheim, Fremder. Biscuit? Hi. Bessie? Und Cookie. Willkommen bei uns. Darf ich mich vorstellen? Son Goku. Oh. Wenn du möchtest, kannst du gern zum Essen bleiben. Ich habe zwar heute nichts gefangen, aber Großvater bringt sicher Fisch mit. Na, wenn man vom Teufel spricht, da kommt er gerade. Oh. Hallo alle miteinander. Ist das schwer. Gefangen, werden wir alle satt? Bestimmt, Suzette. Oh, Großvater, spielst du mit uns? Ja, bitte lass uns blinde Kuh spielen. Ja, bitte. Später vielleicht, genau. Bitte. Sieh an, wir haben heute einen Gast. Köstlich. Nur zu, mein Kleiner. Iss so viel du kannst. Danke, das ist sehr freundlich. Ach, ich habe ganz vergessen zu fragen, woher du eigentlich kommst. Also, um genau zu sein, ich komme direkt aus dem Palast Gottes. Aus dem Palast Gottes? Sag mir bitte, wo der Palast Gottes ist, ja? Ich weiß es. Oben über den Wolken. Oh. Und wie ist Gott so? Er ist ein sehr großer Mann. Ja, sehr, sehr groß. Ist der größer als Papa? Viel größer. Hä? Vielleicht ist er sogar größer als Mama. Nein, größer als Mama auf keinen Fall. Ist Mama die Größte von der Welt? Natürlich ist Mama die Größte. Woher weißt du das? Sieh doch mal, was sie alles macht, wie sie aussieht und überhaupt. Du meinst, wenn sie sauer ist? Ja, wird Gott auch manchmal sauer? Mama sieht dann so aus und knurrt. Nein, bei ihm ist es so. Hier soll es jemanden geben, der gut kämpfen kann. Wisst ihr, wer das ist? Ich wette, du meinst Yao Chun. Ja, bestimmt. Der wohnt aber ziemlich weit weg. Er ist sehr stark. Sehr weit weg. Was? Yao Chun ist wirklich sehr stark.